Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video packen wir gemeinsam das Klassik-Polizeiauto von Playmobil aus. Schreibt doch auch mal eure Meinung zu diesem Set in die Kommentare und dann würde ich sagen, fangen wir an. Viel Spaß! Hier haben wir auch schon das gute Stück und dann machen wir jetzt erstmal das Set auf. Und holen alle Teile raus. Und wie immer nehmen wir uns natürlich als erstes die Anleitung. Hier seht ihr auch nochmal alles, was sozusagen dabei ist. Genau. Und dann schauen wir direkt mal rein und beginnen alles aufzubauen. Und wir beginnen als erstes natürlich direkt mit dem Polizisten selbst. Und der kriegt als erstes einmal hier diese Krawatte dran geklipst. Das geht sogar relativ schwer. Und dann bekommt er jetzt hier noch seinen Helm. So. Und dann hier noch diese Teile. Ja, halt für diesen Arm. Und auch die gehen echt wieder relativ, also ja, nicht relativ, sie gehen schwer dran. So, aber jetzt habe ich es auch geschafft. Wo ist das zweite? Gut, hier ist es und dann machen wir das auch noch schnell dran. Jetzt ging es sogar schon etwas leichter. Hier hätten wir dann den Polizist, so ist er in dem Set drinne. Und dann machen wir weiter mit diesem Rucksack hier. Ja, es ist eher ein Koffer und dort kommen es auch Aufkleber drauf. Und ich sage euch gleich, ich bin nicht der Beste im Aufkleber aufkleben. Und ich glaube, so einen in der Art habe ich sogar noch von meinem großen Bruder. Dort kommen jetzt hier diese erste Hilfe, ja, diese Kreuze drauf. Und ja, hier ist er jetzt. So sieht er dann fertig aus. Und dann machen wir auch schon weiter mit dieser, ja, Kelle. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Und dort kommt einmal hier dieser grüne und dieser rote Aufkleber drauf. Und auch das wäre erledigt. Und dann machen wir jetzt auch schon direkt das Warndreieck. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass es halt hier unten so einen ausklappbaren Ständer hat. Und dann legen wir direkt los. Dort kommen jetzt hier diese halt ja Warnzeichen drauf. Und ich finde eigentlich ganz gut, dass da nur so Warnzeichen drauf sind und nicht Polizei draufsteht wie jetzt. Denn dann kann man die halt auch so mehrseitig einsetzen. Halt nicht nur für die Polizei, sondern halt auch für die Feuerwehr oder halt auch so für eine normale Person, das da halt hinstellt. Das finde ich ziemlich cool an diesem Set. Und das ist jetzt auch schnell erledigt. Weiter geht es jetzt mit diesen Warnhütchen. Die sind jetzt auch schon in diesem modernen Style. Ich guck mal, ob ich ein Bild finde von den alten. Weil ich denke mal, so sahen die früher noch nicht aus. Wir haben auch noch diesen Feuerlöscher dabei, der ist natürlich jetzt auch im neuen Style. So sah der früher bestimmt auch nicht aus. Was noch im alten Style ist, ist dieses Funkgerät, das finde ich ziemlich cool. Und dann haben wir hier halt noch diesen Lautsprecher, ja. Weiß ich nicht genau, wie das heißt. Dann machen wir direkt weiter mit dem Auto. Ich finde praktisch, dass die Räder gleich dran sind, denn das letzte Mal, als ich so ein Auto angeboxt habe, ging das dann relativ schwer halt dran, weil die da so halt man alles erst zusammenklipsen musste. Hier vorne kommt jetzt dieser Stoßdämpfer dran. Also halt, da gibt es hier solche Clips und da muss es dann jetzt reingeklipst werden. Das geht eigentlich relativ einfach und hier vorne kommt dann das Nummernschild dran. Und das Ganze gibt es dann auch nochmal für hinten. Weiter geht es dann hier vorne mit der Windschutzscheibe und die muss man auch hier einfach nur so einklipsen. Dann weiter hinten kommt hier dieser Bogen hin. Den muss man da auch einfach nur so reinstecken, das geht relativ einfach. Und dann machen wir jetzt weiter vorne mit den Nummernschildern.
Als nächstes kommen jetzt die Aufkleber hier für die Seite und auch halt für vorne und so. Und die mache ich jetzt auch noch schnell. Hier muss ich noch kurz anmerken, was mir gut aufgefallen ist. Ihr seht es vielleicht nicht, aber hier ist immer so Polizei, Police und ja, Polizia oder so. Halt auf verschiedenen Sprachen, dass es halt nicht nur so Police ist oder so halt auf Englisch, sondern halt auch in Deutsch und so. Das finde ich an diesem Set echt gut. Ich habe euch das jetzt mal schnell, ja, schneller gemacht und dann geht es weiter mit hier oben diese, ja, Anzeige und dort nehmen wir jetzt natürlich hier diesen Polizeiaufkleber wieder und der kommt dort in die Mitte. Das ging jetzt relativ schnell und als nächstes kommen jetzt hier diese Lautsprecher dran. Die gehen relativ schwer. Das hätte man vielleicht noch besser machen können. Aber ja, das Set ist so schon gut genug, da kann man nicht alles perfekt machen. Die wären dann auch dran und zum Schluss kommt jetzt noch was ganz Wichtiges, das Blaulicht. Das kann man dann jetzt ganz einfach hier oben aufs Dach befestigen. So. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich es dann alles fertig montiert habe, plus die Antenne. So, ich habe das jetzt fertig. Alles hier drauf. Ich muss sagen, es sieht eigentlich ganz gut aus. Hier vorne, es passt, ja. Okay, es passt halt irgendwie nicht so ganz. Da unten ist immer noch so eine Lücke, aber ich glaube, das geht nicht anders. Und ja, ich habe jetzt alle Teile hier ins Polizeiauto reingetan. Und ja, jetzt ist es fertig für seinen ersten Einsatz. Abonnier doch gerne unseren Kanal, wenn du nichts verpassen möchtest. Und lass einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.